Der Weg zu seinem Arbeitsplatz ist oft dunkel und eng, aber dann hat er die schönste Aussicht Wolfenbüttels. Burkhard Löloff ist Schlossermeister und hat sich auf historische Metallarbeiten spezialisiert. Er pflegt das Erbe vergangener Jahrhunderte und da gibt es reichlich zu tun, hier in Wolfenbüttel. Ich habe ein halbes Jahr in Frankreich gearbeitet als Maschinenbauer. Dann war ich noch ein Vierteljahr in Venedig und habe dort eine Ausbildung als Restaurator gemacht. Dort war ich ein Vierteljahr. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und danach bin ich wieder nach Wolfenbüttel zurückgekommen, um dann hier wieder als Schlosser und Schmiedemeister zu arbeiten. Es hat natürlich gereizt, so der Auslandsaufenthalt, das war sehr interessant. Aber Wolfenbüttel ist eine schöne Stadt, das gefällt mir gut hier. Ich habe meine Kinderzeit hier verbracht und deswegen bin ich auch gerne wieder nach Wolfenbüttel zurückgekommen. Wolfenbüttel, eine Kleinstadt an der deutschen Fachwerkstraße mit großer Vergangenheit. 320 Jahre Regierungssitz der Herzöge zu Braunschweig-Lüneburg. Diese Epoche prägt das Stadtbild noch heute. Die protestantische Hauptkirche und das Schloss der Welfenfürsten, der größte erhaltene Feudalbau in Niedersachsen. Wolfenbüttel liegt im Hügelland nördlich des Harzes an der Oker. Früher Zonenrandgebiet, heute nach der Wiedervereinigung wieder mehr in die Mitte Deutschlands gerückt. Die Stadt wurde im 16. und 17. Jahrhundert als Residenzstadt konzipiert. Alle wichtigen Straßen laufen auf das Schloss zu. Heute, 240 Jahre nach Auszug der Herzöge, hat die Stadt 54.000 Einwohner. Als Festungsstadt wurde Wolfenbüttel häufig belagert und zerstört. Herzog August, den man mitten in der Stadt auf den Sockel setzte, baute die Stadt durch kluge und umsichtige Politik zur kulturellen Hochburg aus. Im Zweiten Weltkrieg blieb der Ort von Bomben verschont, offensichtlich, weil er kein Wirtschaftsstandort war. Darum bietet er heute mit über 600 Fachwerkhäusern eines der größten einheitlichen Altstadtbilder Deutschlands, Ergebnis eines 17-jährigen Sanierungsprogramms. Denkmalschutz verschlingt aber viel Geld und fordert von der Bevölkerung Mitarbeit. Wandbemalungen müssen in Form und Farbe alten Vorbildern entsprechen, Fenster müssen wie damals nach außen zu öffnen sein. Bilderbuch einer vergangenen Epoche. Aber die hier lebenden Menschen haben natürlich moderne Bedürfnisse. Wie wohnt man in einer Fachwerkstadt? Darüber hat sich auch der Architekt Friedhelm Niehöser Gedanken gemacht. Anfang der 80er Jahre begann er mit der Sanierung alter Fachwerkhäuser, unter anderem seines eigenen. Und dort fand er ein Stück Geschichte. Diese Feuerordnung, die habe ich bei den Renovierungsarbeiten gefunden. Und ich habe es aufgehoben und mal reingeguckt, was das wohl sein könnte. Und da habe ich dann die Feuerordnung für die Landgemeinden des Herzogtums Braunschweig von 1832 gefunden. Das ist praktisch der Vorläufer unserer heutigen Bauordnung. Damals, als ich hier angefangen habe, habe ich gar keine Alternative gehabt. Neubau lief nicht und ich habe das gemacht, was anstand. Und ich habe es eigentlich nie richtig verstanden, warum andere das nicht auch gleich gemacht haben. Für mich war das eine Aufgabe, die ich erfüllen konnte, weil ich eben einmal den Spaß daran hatte und auch eben das fachliche Wissen dazu, dass ich da auch den Handwerkern beistehen konnte, um diese Dinge umsetzen zu können. Ich finde das Schöne daran, dass wir nicht im Museum sind, dass wir hier drin wohnen können. Das ist eigentlich das Wesentliche, denn ich finde, die Baudenkmäler, die wir hier haben, sind eigentlich nur dann auch intakt, wenn sie auch benutzt werden können. Und das ist eben ein ganz wesentlicher Punkt. Und das kann man hier eben in Wolfenbüttel sehen, dass die Häuser wirklich genutzt werden und man kann auch dazu sagen, gerne genutzt werden. Eines der beliebtesten Fotomotive der Touristen ist der Blick auf Klein-Venedig und das Haus des Klempners Kurt Steckhahn. Der Handwerkermeister ist hier direkt am Wasser aufgewachsen. Allein die Sanierung des Hinterhauses würde ihn über 1 Million Mark kosten. Das ist hier unser Lagerhof hier, der zwar klein ist, aber hoch. Sie sehen ja hier, was wir hier abstellen können. Es ist nicht sehr viel. Aber wie gesagt, es ist alles sanierungsbedürftig. Ne? Es ist
Sie müssen an so einem alten Haus immer was machen, ne? So, das ist hier unsere Werkstatt. Da würde ich nicht so viel zahlen. Das ist der Junior jetzt. Die fünfte Generation. Dann kommen wir hier hinten. Das hier nicht mehr, vorsichtig. Das ist hier unsere Fülle. Wir sagen hier Fülle zu diesem Ausleger. Und das war früher unser Lieblingsspielplatz als Kinder hier. Haben wir uns damals, als die Amerikaner einzogen, haben wir uns aus amerikanischen Tanks, haben wir uns ein Floß gebaut. Dann sind wir hier auf der Oka lang geschippert. Dann, das waren für sich auch wieder schöne Erinnerungen dran, ne? Oben im Haus wohnen seine Schwester und seine Tante. Statt großer Modernisierungen haben die beiden alles beim Alten gelassen. Die Enge in dem Fachwerkhäuschen lässt die Leute zusammenrücken, denn einfach anbauen geht nicht, allein aus Denkmalschutzgründen. Aber Tradition und Erinnerung werden gepflegt. Kleine Opfer nehmen sie dafür gerne in Kauf. Manchmal hat man wohl schon mal gedacht, ach ja, wenn man so das sieht, so ein schönes neues Haus und mit Balkon, was Grünes haben wir ja hier nicht. Das vermissen wir ja im Sommer, ne? Wenn es sehr heiß ist. Und man hätte einen Garten oder einen Balkon, das haben wir ja nun nicht. Dann haben wir uns schon, denn wenn es so heiß ist, mittags ins Bett gepackt. Weil man hier oben ist ja ganz schön warm, ne? Mit unter 25 bis 26 Grad bestimmt in der Wohnung oder noch heißer. Weil hier oben der Boden drüber ist und da kommt ja eine ganz schöne Wärme runter, ne? Jeden Morgen verlassen 20.000 Pendler die Stadt, um im Umland zu arbeiten. Wolfenbüttel hat deshalb auch den Ruf einer romantischen Schlafstadt. Heike Billerbeck macht an drei Tagen in der Woche den umgekehrten Weg. Von Braunschweig aus fährt sie morgens gegen 5:30 zur Arbeit nach Wolfenbüttel. Heike Billerbeck ist Restauratorin im Schloss und vor allem zuständig für die umfangreiche Gemäldesammlung. Auf dem Wappen über dem Schlosstor, das sie morgens passiert, steht der Wahlspruch des Herzogs August Wilhelm. Ihm ging es nicht nur um die Pflege seiner Hinterlassenschaft, sondern auch um die Förderung einer lebendigen Kultur. Erworbenes erhalten, pater tueri. In diesem Sinne hat Heike Billerbeck das Erbe des Herzogs angetreten. Das Bild war vorher in einem Privathaushalt und dementsprechend haben sich auch sehr viele Schmutzteilchen, Nikotin, Rußteile auf der Oberfläche des Bildes abgesetzt. Diese Schicht nehme ich mit Enzymen ab, das heißt, dass der Originalfirnis erhalten bleibt und nur der Oberflächenschmutz abgetragen wird. Also ich schätze, dass ich für dieses Stück noch 2,5 bis 3 Monate brauchen werde. Es ist so, dass man halt nur mit ganz kleinen gerollten Watteträgern diesen Schmutz abnehmen kann, weil es doch immer eine Gefahr besteht, dass der Originalfirnis beeinträchtigt wird und insofern muss man halt sehr, sehr vorsichtig und langsam dabei vorgehen. Mit der prächtigen Stuckdecke eines italienischen Renaissance-Künstlers ist der Audienzsaal einer der eindrucksvollsten Räume des Schlossmuseums. Ein Brüsseler Teppichwirker fertigte den Gobelin auf der Stirnseite aus farbiger Wolle und Seide. Ein Geschenk Peters des Großen an Herzog Anton Ulrich sollen die beiden sogenannten Mohren.
Jahrzehntelang stand das Schloss leer, diente auch mal als Teppichlager. Langwieriges, mühevolles Zusammensuchen und Restaurieren der in aller Welt verstreuten Einrichtungsgegenstände machen es heute zu einem sehenswerten Museum. Als die Herzöge 1754 ihre Residenz Wolfenbüttel verließen und nach Braunschweig zurückgingen, zerbröselte das Schloss förmlich, dessen Nord- und Ostflügel nur aus verputztem Fachwerk bestehen. Heute sind in den Schlossräumen ein Gymnasium und die Bundesakademie für kulturelle Bildung untergebracht. Etwas im Schatten des feudalen Prachtbaus steht das kleine Schloss, einst Gästehaus und Festsaal. Der alte Fritz, König von Preußen, feierte hier seine Hochzeit. Seitdem Dr. Peter Luft vor 13 Jahren Braunschweig verließ, lebt er im kleinen Schloss. Luft ist Schriftsteller und Maler, vor allem aber Kunstkenner und Sammler. Seine etwas chaotische Ordnung ist ihm heilig, auch wenn er nicht alles finden kann. Warten Sie mal hier. Nein, hier ist auch... Das ist der Maler Labs aus Berlin. Mit dem bin ich sehr befreundet. Das ist Thilo Matsch, der ist schon tot. Einer der ersten, der abstrakt gemalt hat in Braunschweig. Nicht? In den 20er Jahren schon. Also hier schreibe ich, hier tippe ich, möchte ich sagen, mit einer uralten Schreibmaschine. Wie Sie sehen, ja, schon, ja, doch, da weiß ich alles. Ne? Da brauche ich nicht zu suchen, wie jetzt den Christo. Ja. Wissen Sie, das ist so, ich hänge so oft um, ne? Dass das mir gar nicht auffällt, wenn was fehlt. Ne? Aber der Christo, den werden wir nicht kriegen. Das hier, dieser Stuhl, das ist die Malerin Tremezza von Brentano. Die hat mal sowas gemacht, die habe ich auch ausgestellt in Braunschweig in meiner Galerie. Und da ist dieser Stuhl übergeblieben, aber wie Sie sehen, nicht sehr haltbar. Darf sich auch niemand auch draufsetzen. Das war auch im Schloss in der Ausstellung. Der Christo... so schnell nicht. Als Herzog August der Jüngere nach dem Dreißigjährigen Krieg in Wolfenbüttel einzog, verwirklichte sich der gelehrte Herrscher einen Traum. Er liebte Pferde und Bücher. Deshalb baute er den Marstall direkt gegenüber dem Schloss zu einer Bibliothek aus. So entstand Mitte des 17. Jahrhunderts die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. 100 Jahre später galt sie bereits als das achte Weltwunder. Im Kern ist die Bibliothek ein Museum. Sein Hauptraum, die Augusteerhalle, wurde 1887 im wilhelminischen Stil neu gebaut. Der alte Kuppelbau war natürlich aus Fachwerk und baufällig geworden. Hier lagern über eine halbe Million Bücher. Handschriften aus dem 6. Jahrhundert, Luthers Vorlesungen, der Sachsenspiegel, reich verzierte Bibeln und Literatur der Neuzeit. Kein Wunder, dass Giacomo Casanova in seinen Erinnerungen schrieb, er könne die 8 Tage, die er zu Studien in der Bibliothek verbrachte, zu den glücklichsten seines Lebens zählen. Die weniger prominenten Besucher, die täglich hierher kommen, um die alte Welt der Bücher auf sich wirken zu lassen, werden von freiwilligen Helfern kostenlos durch die Räume geführt und informiert. 12 sogenannte Bibliothessen kümmern sich mit viel Engagement um die Besuchergruppen und Bücherfreaks. Theodore Thiel liebt ihr Metier. Die Lieblingsgruppen sind so die Vorschulkinder oder, naja, kleine Gruppen. Also kein Geld. Wissen das, ich wollte nur sagen, da steht man unter Druck, Erfolgsdruck. Denn wenn ich was kriege, muss ich auch etwas dafür bieten, geben. Nicht? Also wie im Beruf oder wenn ich 2,50 Mark habe, dann will ich auch ein Stück Butter für 2,50 Mark haben. Entschuldigung, wenn ich das so grob sage. Aber hier macht es auch Spaß und die Leute sind auch, die Gäste sind zufrieden, wenn man das, ich sage auch mal gleich, ich bin kein Gelehrter. Ich bin genauso interessiert der Laie wie Sie auch. Das kostbarste Werk der Herzog-August-Bibliothek wurde 1983
in einem Londoner Auktionshaus für über 32 Millionen Mark ersteigert. Es ist das Evangeliar Heinrichs des Löwen, eine Pergamenthandschrift aus dem 12. Jahrhundert. Seit 1989 wird es in Wolfenbüttel aufbewahrt. Der Hauptschmuck des Buches sind 24 ganzseitige Miniaturen, alle mit ungewöhnlichem Aufwand an Purpur, Gold und Silber gefertigt. Um den Schatz der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hat man diesen Faksimile-Druck angefertigt. Kosten immerhin noch 28.000 Mark. Im benachbarten Zeughaus, wo früher Waffen lagerten, sind heute Lesesäle untergebracht. Denn vor allem als Forschungseinrichtung spielt die Bibliothek eine weltweit wichtige Rolle. Wissenschaftler aus fernen Ländern verkriechen sich monatelang in alte Folianten, aber auch Wolfenbüttler selbst forschen vor der eigenen Haustür. So hat der Historiker Dr. Wolfgang Kelsch hier die Quellen für seine zahlreichen Bücher zur Wolfenbüttler Heimatforschung gefunden und sie, nicht ohne Stolz, den Bürgern der Stadt vermittelt. Aus der Geschichte der Bibliothek nicht fortzudenken ist Gotthold Ephraim Lessing. Der Schriftsteller wurde 1770 zum Bibliotheksdirektor berufen. 7 Jahre später bezog er dieses Haus, das zu seinen Ehren heute als Museum eingerichtet ist. Lessing war damals arm und kam mit großen Hoffnungen in die Stadt. Aber die Herzöge residierten längst in Braunschweig und Wolfenbüttel war zur finstersten Provinz verkommen. Lessing hielt trotzdem 11 Jahre durch. Sein kämpferischer Briefwechsel mit dem Hamburger Hauptpastor Götze, einem orthodoxen Lutheraner, belegt seine humanistisch aufgeklärte Weltsicht. Lessing ist in Wolfenbüttel nur kurze Zeit richtig glücklich, nämlich als er, frisch getraut mit Eva König, in dieses Haus einzieht. Seine Frau gebiert das lang ersehnte Kind, 2 Tage später stirbt es. Lessing schreibt voll Verbitterung an einen Freund. Meine Freude war nur kurz und ich verlor ihn so ungern, diesen Sohn, denn er hatte so viel Verstand. War es nicht Verstand, dass man ihn mit eisernen Zangen auf die Welt ziehen musste, dass er bald Unrat merkte? War es nicht Verstand, dass er die erste Gelegenheit ergriff, sich wieder davon zu machen? Freilich zerrt mir der kleine Ruschelkopf auch die Mutter fort, denn es besteht wenig Hoffnung, dass ich sie behalten werde. Ich wollte es einmal so gut haben wie andere Menschen, aber das ist mir schlecht bekommen. Lessing. Noch im Wochenbett stirbt seine geliebte Frau. Nach Eva Königs Tod arbeitet Lessing nur noch in ihrem Sterbezimmer direkt neben dem Gartensalon und schreibt sein bekanntestes Drama, Nathan der Weise. Das Engagement der kunstsinnigen Herzöge brachte im 17. und 18. Jahrhundert Wolfenbüttel eine kulturelle Blütezeit und Aufmerksamkeit in ganz Europa. Etwa 100 Jahre vor Lessing war der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothekar, führte die Geschäfte aber von Hannover aus. Er legte erstmals einen alphabetischen Katalog an, nach dem noch heute gearbeitet wird. In diesem Gebäude, jetzt Teil des Rathauses, wohnte Justus Georg Schotelius, Prinzenerzieher und Universalgelehrter. Er verfasste erstmals eine deutsche Grammatik und machte damit diese unter Gelehrten verachtete Sprache wissenschaftswürdig. Im letzten Jahrhundert wuchs der Schriftsteller Wilhelm Raabe hier in der Okerstraße auf. Wolfenbüttel war für Raabe Schauplatz mehrerer Romane, zuletzt für sein Alterswerk Stopfkuchen. 1606 kam Michael Praetorius als Hofkapellmeister nach Wolfenbüttel und lebte im kleinen Zimmerhof. Unter seinen weit über 1000 Kirchenmusikstücken ist das Weihnachtslied »Es ist ein Ros« entsprungen, das bekannteste. Gleich nebenan wurde der berühmteste Exportartikel der Stadt erfunden und lange Zeit hergestellt, der Magenbitter Jägermeister. Wolfenbüttel ist ein großartiges Fotomotiv. Die Schönheit der Stadt zwingt den Besucher geradezu, auf den Auslöser zu drücken. Nur wenige bekommen sogar Geld dafür, wie der Berufsfotograf Wolfgang Lange. Bereits in den 50er Jahren machte er sich selbstständig und hält seitdem die Veränderungen seiner Heimatstadt in Bildern fest.
Er knipst die publikumswirksamsten Postkartenmotive für das Fremdenverkehrsamt, beliefert Zeitungen und veröffentlicht Fotobücher. Die meisten davon hat er zusammen mit dem Historiker Wolfgang Kelsch gemacht. Beide warnten schon früh vor der Modernisierungswelle, die in den 70er Jahren auch auf Wolfenbüttel zurollte. Wir mussten uns von den Politikern anhören, wir wollen keine Museumsstadt haben. Wir wollten ja auch keine Museumsstadt haben, aber wir wollten was erhalten. Wir haben ja manche Häuser gehabt, die Ruinen waren. Und wo jeder sagte, was wollt ihr denn diese Ruine noch erhalten? Abreißen. Wir wollten doch das ganze Viertel um die Krumme Straße, sollte doch abgerissen werden. Ja? Und dagegen haben wir uns dann gewinnt. Wir haben uns um jedes Haus gekämpft. Wir haben oftmals verloren. Naja, das war der Beginn der Bekanntschaft. Und der setzte sich dann fort hier in den verschiedenen Büchern, die wir dann also gemeinsam gemacht haben. Besonders hier die Bürger einer fürstlichen Residenz. Ja. Nicht? Das war dann auch eine Fortsetzung. Und hier allerdings Paul Rabe, da bist du nicht beteiligt. Da bin ich nicht beteiligt. Das ist auch eins. Aber das erste war hier diese Häuser und die Portale. Die Häuser und Portale, ja. Wo wir eigentlich sagten, das war eigentlich die Anregung meiner Frau. Fotografiert doch mal und beschreibt doch mal eine alte Haustür, einen alten Hauseingang, dass die Menschen unserer Stadt, wo sie täglich dann vorbeigehen, mal aufmerksam gemacht werden. Wo sind interessante Sachen? Die erste feste Schauspieltruppe Deutschlands gab es am Wolfenbütteler Hof. Für das Bürgertum baute man 1909 das Stadttheater. Mit großem Erfolg hat man seit einigen Jahren ein eigenes Ensemble zugunsten von Gastspielgruppen aufgelöst. Die Vorstellungen sind seitdem öfter ausverkauft. Der Fotograf Wolfgang Lange ist über seine Arbeit ein Theaterliebhaber geworden. Sein Platz im Theater ist immer frei. Durch meine Tätigkeit als selbstständiger Fotograf und Bildjournalist bekam ich die Anfrage von der Braunschweiger Zeitung, ob ich die Theateraufnahmen für die Theaterrezension durchführen könnte. So bin ich seit 25 Jahren nun schon in der glücklichen Lage, jedes Theaterstück sehen zu können und mitzuerleben. Das Problem ist hier höchstens noch von meinem Stand hier oben, dass ich ja den vorderen Teil der Bühne nicht sehen kann, sondern nur das, was also in der Mitte und im hinteren Teil der Bühne geschieht. Auch nur das kann ich ja fotografieren. Die Oker ist ein Nebenfluss der Aller, entspringt im Harz und bildete jahrhundertelang den Festungsgraben Wolfenbüttels, der die Stadt sternförmig umgibt. Samstags trifft sich der Angelverein am Stadtgraben. Seit dem Zusammenbruch der DDR ist das Wasser der Oker sauberer geworden und Horst, Wolfgang und Heinz könnten sofort verzehren, was sie fangen. Dem Laien erscheint Angeln als langweiliges, untätiges Starren auf einen bunten Korken. Doch der Fachmann klärt auf. Es gibt ja nun Stellen, wo man absolut kein Mensch hinkommt. Das ist auch wieder oberhalb vom Wolfenbüttel. Da liegt die Angel so und ich sitze da, Mutter, seelenallein. Schwupp, sitzen wir Eisvogel auf. Das müssen wir erleben, wenn auf ihrer Stange ein Eisvogel sitzt. Ganz, ganz gewaltig ist das. Ne? Aber nimm mal da ein Spezialgerät und mach nicht. Nee, das ist dein Fuß, bitteschön. Ja, ja, auch in Ordnung. Bitteschön. Oh, ist das eine Spezialgerät? So. Gut. Und warst du da einen komischen Jahrhundert? Ach, du heiliger Bimba. Vor 4 Wochen ist oberhalb vom Wolfenbüttel, also hinter Linn, gehört ja alles zu Wolfenbüttel, Stadt Wolfenbüttel, ein 26-Finder Karpfen gefangen. Und der hat dann also schon so um die 70 Zentimeter. Der geht ja dann mehr in die Breite. Ne? Ja, und dann mächtig dick werden. Ne? Die haben einen ziemlich dicken Hängebauch. Ne? Und er ist auch unterschiedlich, in der Farbe sehen sie unterschiedlich aus. Ne? Also der in gutem Wasser drin ist, der hat einen weißen Bauch. Oder mit Gold, ne, die Flossen sind goldig, sehen gut aus. Die Oker war für Wolfenbüttel in vergangenen Jahrhunderten lebenswichtig und bedrohlich zugleich. Sie schützte die Stadt, konnte aber auch vom Feinde gestaut werden, sodass die Festung überflutet wurde.
denn die Altstadt liegt in einer sumpfigen Niederung, der Okeraue. Der Rest einer Entwässerungsanlage, mit der man gegen das hohe Grundwasser ankämpfte, heißt Klein Venedig. Holländische Wassertechniker bauten schon zu des Herzogs Zeiten ein umfangreiches Grachtensystem, das die ganze Stadt durchzog. Die gesamte Altstadt steht auf Pfahlrosten, so auch das Rathaus. Der Gebäudekomplex ist das Juwel der Altstadtsanierung, nachdem der Nordflügel und die Ratswaage im Herbst 1995 nach 8 Jahren Restaurierung fertiggestellt wurden. Jetzt zeigt die einst verzogene Sonnenuhr wieder Wolfenbütteler Zeit an. Die Wetterfahne und das Spruchband der Ratswaage strahlen wie früher, als die Kaufleute hier noch das Gewicht ihrer Waren feststellen ließen. Auf der Rückseite zur Oker hin hat das alte Fachwerkgebäude ein modernes Gesicht bekommen. Vorher hatte man diese Seite eher stiefmütterlich behandelt. Ein Anbau im Stil der 50er Jahre verunstaltete das idyllische Plätzchen. Eigentlich sollte im Ratskeller nur neu tapeziert werden. Da entdeckte man, welcher Schmuck unter den übertünchten Wänden und mehrfach lackierten Balken verborgen war. Die Sanierung geschah mit einem teuren Sonderverfahren, bei dem alle Teile an Ort und Stelle restauriert werden. Die Beschlagwerksmalerei aus dem 17. Jahrhundert konnte deshalb so, wie sie im Originalzustand gewesen war, wiederhergestellt werden. Bei dem ganzen Eifer hat man sich bemüht, Räume für eine moderne Stadtverwaltung zu schaffen. Einige Probleme sind geblieben. Keine Klimaanlage, lange Fußwege und schöne, aber enge Zimmer. Hauptamtsleiter Peter Kiene schätzt die Tradition, trotz einiger Umstände. Als der Rat dieses Haus gekauft hat im Jahr 1602, hat er es von einem Bürger gekauft, der hier seine Privaträume, seine Fabrikationsräume als Färber und Gerbermeister gehabt hat. Und diese Tradition hat der Rat der Stadt Wolfenbüttel eigentlich bis heute durchgehalten, indem man nämlich Bürgerhäuser gekauft hat und sie für seine Zwecke umgebaut hat. Es ist, man kann sagen, aus Sparsamkeitsgründen, wenn man natürlich weiß, dass diese ganze Rekonstruktion dieser beiden Häuser hier, in denen wir uns befinden, 25 Millionen Mark gekostet hat, da glaubt dann keiner mehr so an die Sparsamkeit. Neue Tapeten hätten zwar deutlich weniger gekostet, aber dafür ist das größte Nachkriegsbauvorhaben Wolfenbüttels jetzt fertiggestellt und kann sich sehen lassen. Direkt gegenüber liegt das Standesamt mit dem angeblich schönsten Trauzimmer Deutschlands. Und ich wünsche Ihnen auch, dass Sie die vergangene, hier schon gemeinsam verbrachte Zeit auch gut nutzen können, sodass Ihnen beiden dann sicherlich heute auch in einem besonderen Maße die Tragweite Ihres gemeinsamen Entschlusses, miteinander die Ehe einzugehen, bewusst ist. Und dann stecken Sie zuerst Ihre Ehefrau den Ring an. Das ist ein kleiner. Mhm. 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 Und wartet und wartet. Wartet. Da fehlt noch mal. Ja. Er wartet nicht vergeben. Persönlich noch mal alles Gute. Vielen Dank. Noch nicht. Bei so viel barocker Zier ist der Andrang groß. Manchmal kommen sogar Paare aus Japan. Einige Wolfenbütteler Geschäftsleute haben sich darauf spezialisiert, dem bürokratischen Akt einen nostalgischen Rahmen zu geben. Der Stadtmarkt, der seit Ende der Bauarbeiten am Rathaus wieder den Fußgängern gehört, bietet dafür eine prachtvolle Kulisse. An der Stelle der alten Marienkirche begann Paul Franke 1608 im Auftrag von Herzog Heinrich Julius mit dem Bau der Hauptkirche von Wolfenbüttel. 1643 wurde sie als erste bedeutende protestantische Kirche Deutschlands eingeweiht. Alle Kanten, Fenster und Türöffnungen sind mit insgesamt 800 Quadersteinen eingefasst, die rätselhafte Motive zeigen. Bei der jüngsten Renovierung der Kirche kletterte Wolfgang Lange, der Fotograf, auf die Gerüste, machte hunderte von Aufnahmen und zeigte sie seinem Partner Kelsch. Da fand ich dann diese merkwürdigen Quadersteine an der Kirche und habe mir gedacht, die müssen doch einen Sinn haben. Da muss doch irgendwie eine Konzeption zugrunde gelegen haben. Da haben sich doch welche was dabei gedacht.
Da habe ich versucht, einen Inhalt zu finden. Und dann haben wir dann gemeinsam an den Fotos diese Konzeption, die Predigt einer Predigt der Steiner in einer Kirche, eine steinerne Predigt für die Gläubigen, haben wir dann entworfen. Das war eine recht mühselige Arbeit, weil ich da alte Tierbibeln und Tierbücher aus der hiesigen Bibliothek benutzen musste, um zu sehen, haben die Steinmetzen des Jahres 1610 nach Vorlagen gearbeitet und wo sind diese Vorlagen? Nach Kelch ist die Erklärung relativ einfach. Die Bilder funktionierten nach dem Kontrastprinzip. Während außen die Allegorien, zum Beispiel des bösen Papstes, den alten katholischen Glauben abschrecken sollten, empfing den evangelischen Gläubigen innerhalb des Gotteshauses eine freudestrahlende Gemeinde der Engel. Da man keine Erfahrung im protestantischen Kathedralbau besaß, bediente sich Baumeister Franke frech bei abendländischen Sakralbauten. Die Kirche ist ein mächtiger Baukörper mitten in der kleinen Fachwerkidylle. Seine Wucht wird gemildert durch den aufwendigen Baudekor. 11 reich verzierte Giebel, sogenannte Zwerchhäuser, die Engelsköpfe, Statuen und Quadersteine bilden einen Katalog von Symbolen und Formen, dessen Bedeutung heute zum Teil unklar ist. Der Turm wurde erst später fertig. 4 Jahre bevor die Herzöge Wolfenbüttel verließen, schenkten sie der alten Residenz die Haube als Abschiedsgeschenk. Am Sonnabend und am Mittwoch ist Markttag. Wolfenbüttel hat seit über 200 Jahren den Ruf, die Stadt der Gärtner zu sein. Hier ist das flächenmäßig größte Gemüseanbaugebiet Niedersachsens. Früher waren Gärtner in Wolfenbüttel eine in sich geschlossene Bürgerklasse mit eigenen Versicherungen und dem 1861 gegründeten Gärtner Gesangsverein. Geprobt wird auch während der Arbeitszeit. Immer die Erdbeeren probieren, meine Herrschaften. 3 Pfund 5 Mark, ein Sonderpreis. Meine Herrschaften, kommen Sie ran, hier werden Sie genauso bedient. Hier kräht der Hahn. Immer noch mal mitnehmen, die Gurke, Alter, was? Die Gurke, Alter, was? Der Kohlrabi, Alter, was? Das Buntradieschen, Alter, was? Aber die Branche leidet unter der Konkurrenz aus klimatisch günstigeren Gebieten. Heute kämpfen noch etwa 40 Betriebe vor den Toren der Stadt ums Überleben. Direkt neben der Magenbitterfabrik Jägermeister liegt die Gärtnerei Laue. Die 320 Morgen Land mit Gemüse werden von Angela und Wilhelm Laue allein bewirtschaftet. Manchmal hilft die Tochter Anna oder ein Fahrer. Morgen, am Samstag, wollen die beiden zum klassischen Konzert. Für das seltene Vergnügen müssen sie heute doppelt so hart arbeiten. Der Tag beginnt morgens, jetzt im Sommer meistens um 6 mit der Ernte, bis um 10 gewöhnlich. Und dann machen wir gemeinsam Frühstück, mein Mann und ich. Und mein Mann fährt dann anschließend zum Markt. Ich kümmere mich im Haus, mache das Essen oder je nachdem, was da anliegt, einkaufen, sauber machen. Und um 5 kriegen wir dann wieder unsere neuen Aufträge für den nächsten Tag. Und dann beginnen wir wieder abends um 18 Uhr mit der Ernte. Und dann sind wir so 10:30 wieder zu Hause. Eigentlich wollte Angela Laue Pianistin werden. Jetzt reicht die Zeit gerade mal für Klavierstunden als Ausgleich zur Feldarbeit. Im Gartenbau kann man nicht unbedingt reich werden, das ist klar. Also da muss man schon eine Menge Einsatz bringen und auch Opfer. Unser Reichtum bezieht sich eigentlich auf andere Dinge. Mittlerweile auf die Menschen, die um uns sind, auf die Abwechslung, die wir täglich haben, auf die Arbeit in der Natur. Also ich will das jetzt nicht beschönigen, aber Reichtum ist ja, kann man ja also doch mehrseitig sehen.
Wir sind damit eigentlich zufrieden. Der ländliche Charakter der im letzten Jahrhundert noch weit vom Verkehr abgelegenen Gärtnerstadt inspirierte den Zeichner und Dichter Wilhelm Busch. Der wohnte von 1862 an fast 30 Jahre regelmäßig im alten Forsthaus, um hier seinen Bruder Gustav zu besuchen. Wilhelm Busch genoss das süße Leben in Wolfenbüttel. Ab und an malte er ein bisschen, wie diese Aussicht aus seinem kleinen Atelier. An den Aufenthalt in der Stadt erinnert das Restaurant Ratskeller mit Motiven aus dem Werk des lebensfrohen Poeten. Busch schrieb in einem Brief: In Wolfenbüttel blieb ich 14 Tage bei durchweg sonnigem Wetter. Herrlich. Erdbeerbohlen, Waldpartien und ländliche Spiele. Besonders die Partie nach der Köhlerhütte mit Wein in Menge und recht lustigen Frauenzimmern. Beim Heimwege am späten Abend flimmerte alles von 1000 Funken, teils aus dem Kopf heraus, teils drumherum von Johanniswürmchen. Ein hübsches Kind bot mir aufs Neue manch heimlich gute Stund. Ein närrisches Herz, was der Mensch im Leibe hat. Einer der bekanntesten Narren der Welt, Till Eulenspiegel, soll nicht weit von Wolfenbüttel in Kneidlingen, einem Dorf der Gemeinde Schöppenstedt, geboren sein. Schöppenstedt hat ein Eulenspiegel-Museum, hervorgegangen aus der Privatsammlung eines Apothekers, und einen Berufseulenspiegel. Er heißt mit bürgerlichem Namen Arnold Gielzer und vertritt den berühmten Sohn der Region in aller Welt. Historisch ist er nicht zu belegen, aber vielleicht ist das nur ein weiterer Streich des Schalks mit der Schellenkappe. Ich arbeite im VW-Werk in Wolfsburg. Dort arbeite ich also in der Logistik, bin also zuständig für Materialausgabe und Material einzulagern. Ich sehe das als eine ernste Aufgabe, denn damit also nur Spaß oder Fehl zu machen, nein, das möchte ich nicht. Wenn, dann vertrete ich den Eulenspiegel so, wie es eben ist, wenn er angefordert ist, oder auch zu ernsten Dingen. Ich kann also in dem Kostüm des Eulenspiegels mal auch etwas sagen, was ich mir vielleicht so als Normalbürger nicht trauen würde. So, dass ich mal jemand, so wie zum Beispiel unseren Bürgermeister, mal ein bisschen auf die Füße trete. Oder ja auch überhaupt die Herren aus dem Gemeinderat, nicht, die sich hin und wieder mal etwas einfallen lassen. Ja, dann kann ich es sagen, ohne dass ich irgendwie in Regress genommen werden kann. Und das finde ich in Ordnung. Dafür habe ich ja meine Narrenkappe. Wenige Kilometer südlich von Wolfenbüttel liegt das ehemalige Augustinerkloster Dorstadt. Großzügig gebaut war es eine Art Grenzfestung des Katholizismus gegen das nahe reformierte Herzogtum. 1810 wurde das Kloster aufgelöst und ein Herr Löbbecke kaufte das Grundstück als landwirtschaftlichen Betrieb. Auf des Kaisers Geheiß wurden die Löbbeckes in den Adelsstand erhoben, aber Konstantin von Löbbecke, Freiherr von Giersewald, ältester Sohn des Hauses, und seine Frau Isa, höhere Tochter aus Schleswig-Holstein, entsprechen trotz des ersten Eindrucks nicht dem traditionellen Klischee. Konstantin betreibt nämlich ökologischen Landbau, ein Biobauer nach Gutsherrenart. Und Gutsherren in dem Sinne von früher sind wir sicher nicht. Wir sind Landwirte, die ihren Beruf möglichst gut machen und die in einem Haus leben, was möglicherweise etwas größer ist und die Traditionen sicherlich auch haben, die gepflegt werden. Aber das darf nicht im negativen Sinne verstanden werden, sondern das Gute bewahren, nicht? Alle zwei Jahre feiern die Wolfenbütteler ihren Herzog August mit einem großen Umzug. Unter der Aufsicht seiner Tochter wird Hans-Otto Junicke in die Rolle des großen Herrschers schlüpfen. So. Und wie ist das nun mit dem Hut? Ja, lass mal ruhig, das hängt ja sowieso nach hinten runter. Das mit dem Hut ist gut. Ja, stößt das nicht hier hinten gegen dieses Ding da? Ja, wenn du den Kopf gerade machst, nicht. So. So. Ja, ist doch gut. Der Umzug erinnert an ein historisches Ereignis. Mitten im Dreißigjährigen Krieg trifft der Herzog ein Sonderabkommen und zieht 1643 als Friedensfürst in Wolfenbüttel ein. Der echte Herzog ist damals wohl durch das Kaisertor in die Stadt gekommen, das später zur Trinitatiskirche wurde.
Vor dem Umbau war es der einzige Zugang zur Festung und führte den Besucher durch die gesamte eindrucksvolle Länge der Residenz. Heute sieht es einem Schlösschen ähnlicher als einem Sakralbau. Jedes Jahr feiert man den Tag der Niedersachsen in einer anderen Stadt des Landes. 1996 war Wolfenbüttel die Gastgeberin. Eigentlich ist es ein riesiges Volksfest, dessen Höhepunkt der Landestrachtenzug ist. Der Einzug des Herzogs geht zwar in diesem Jahr etwas im Regen und der ihn umgebenden Vielfalt unter, dagegen sorgt Eulenspiegel Gielzer dafür, dass man ihn wenigstens nicht überhört. Am Samstag ist immer der Tag der Wolfenbüttler. Der Frühschoppen in der Kneipe Alt-Wolfenbüttel ist das Ereignis der Woche. Hier trifft man seine Freunde. Michael Stier, Pächter und manchmal Entertainer, ist stolz auf seine Institution. Und die ganzen Leute kommen hier zum Frühschoppen, ne? Jeden Samstag. Jahr ein, Jahr aus. Sommer wie Winter, ob es regnet, schneit. Und heute mal bei Sonne, endlich mal wieder. Es wurde auch mal so der Zeit. Kühlen, schau es dir an. Aber es gibt hier nichts. Ob sie mich sehen wollen, die Kneipe, ich glaube, die wollen sich einfach nur gegeneinander sehen. Die vor 20 Jahren noch halb verfallene Altstadt, die damals auf dem besten Wege war, sozialer Brennpunkt zu werden, gehört jetzt zu den beliebtesten Wohnvierteln. Der Bilderbuchstadt ist es gelungen, ein lebendiger Ort zu bleiben.